sagen, wie geht's weiter, Herr Vertauer? Ja, also ich. Prost oder? Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, Prost. Also wir haben Alkohol und alkoholfreien Sekt zur Verfügung gestellt. Wir haben alle Bereiche geöffnet, dass man auch mal einen Eindruck davon bekommt, wie die Jugendlichen hier wohnen, wie wir arbeiten und was wir so alles anbieten. Und danach lassen wir das dann ganz entspannt bei Gesprächen ausklingen und da eine Kleinigkeit vorbereiten. Machst du eine Führung oder sowas? Ja, wir fangen dann oben an und ja. Ich denke, aufgrund der Masse der Menschen kann man sich auch nach rechts und links verteilen. Die Mitarbeiter sind auch aussagekräftig, falls da Fragen entstehen. Und dann gehen wir nach oben. Gut. Genau. Das sind ja schön für uns. Wo gehen Sie von weg hier? Haben Sie das einen Einblick? Nee, nicht fallen. Kommt es auf die gute Arbeit drauf an, die nachhaltige Arbeit. Und natürlich unser Wunsch, nicht nur unser Wunsch und unsere Bitte, sondern auch, wir werden es natürlich dann auch öfters mal hier sein und mal nachschauen, dass es dann auch so bleibt von den Umständen von Manipulation. Und dann kommt es auf die inhaltliche Arbeit drauf an. Genau. Ja, jetzt gerade aktuell sind alle Jungs in der Schule. Und wir fragen sie, wenn nicht alle Jungs nach ihre Zimmer, die auch alle so aufgeräumt aussehen, aber vielleicht ist das heute auch nur unbedingt hier, weil wir da sind. Oder? Das liegt nicht nur daran, nein. Also das sind jetzt kleinere Gruppen, da kann man sehr intensiv auch mit den Jugendlichen arbeiten. Also früh morgens legen wir schon auch Wert darauf, dass das Zimmer einen Zustand verlassen wird, dass jederzeit auch Besuch kommen kann. Also geht man mal durch, dass dann das Bett ordentlich gemacht ist. Genau. Dass auch gelüftet wird und dass das in einem Zustand ist, wo man sagt, ja, jetzt könnte auch unangemeldet einfach mal jemand kommen. So kann man dann auch das Haus verlassen. Okay. Dieses Zimmer haben Sie insgesamt? Also insgesamt im Objekt sind es 15 Zimmer für die Jugendlichen, Einzel- und Doppelzimmer. Und sind aufgeteilt in drei Wohngruppen. Und bieten drüben in dem anderen Nutzungsbereich die Leistung der Verselbstständigungsgruppe an, wo schon in Art eines betreuten Wohnens noch mehr Selbstständigkeit und Verantwortung den Jugendlichen übertragen wird. Vertragen Sie sich untereinander? Ja, aber man hat ja schon in Bobbe gemeinsam gelebt. Da haben sich schon so kleine Gruppierungen dann auch gebildet, wer mit wem kann und wo das passt. So haben wir dann auch die Gruppenaufteilung mit den Jugendlichen besprochen und vorgenommen. Und das läuft im Alltag sehr, sehr. Aber die Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten, die gibt es ja dann so nicht. Nee. Die gibt es, aber die merkt man ja nicht. Also die leben ja alle zusammen, also die Afghanen sind ja meistens Schiiten. Das stört aber die anderen nicht. Also ja, ich hätte es ungern so, wenn sie vor dem, was sie zu Hause geflohen sind, bei uns dann selber weiter betreiben. Also ja, nee, das ist überhaupt das nicht. Das wäre für mich ein Unding. Nächste Woche, nee, in 2 Wochen beginnt ja Ramadan, das wird dann auch nochmal eine spannende Zeit für uns. Warum für Sie?
Naja, weil man ja die Dienstzeiten dann auch ein bisschen anpassen muss. Die Jugendlichen sind zu einer ganz anderen Zeit wach, als wir das sonst betreiben. Die essen früh um 4, wenn die Sonne aufgeht, und abends dann sehr spät, sodass man da ein bisschen flexibler sein muss. Auf jeden Fall kochen die selber. Genau, ja. Also unter Begleitung und Anleitung dann der Mitarbeiter, die im Dienst sind. Und wie alt sind die Jugendlichen von bis, die sie hier untergebracht haben? Das ist ja aktuell von 15 bis 18. Von 15 bis 18. Wenn die selbst kochen, es gibt ja sicherlich auch manches, was sie für zu Hause geholt sind, so als Speise, was es hier noch nicht gibt. Gibt es da Probleme, wenn man da zu Kaufland geht oder hier rüber zu Lidl? Also die Spezialitäten? Also die gehen hier in Göttingen, gibt es türkische Lade, die können ihre Sachen kaufen, und manche fahren nach Halle auch, gibt es afrikanische Laden, in Dessau gibt es auch. Also, und hier die Jungs, also die in der Verselbstständigungsgruppe sind, die schaffen das alleine zum Beispiel nach Dessau mit dem Zug zu fahren und ihre Sachen auch von Gewürze oder weiß nicht, was noch gekauft ist. Also fahren dann auch selber, also werden nicht nur begleitet, sondern können dann auch selber fahren, weil es ist ja wichtig, dass man lernt, eigenständig zu sein. Ja, also je nach Entwicklungsstand auch des einzelnen Jugendlichen sind auch viele dabei, wo man das Verpflegungsgeld dann auch auszahlen kann. Ja, dann vorab bespricht, was braucht man so an Grundnahrungsmitteln, der Jugendliche dann losfährt, kauft das ein und rechnet das dann auch. Verpflegungsgeld ist ein schönes Stichwort. Wie viel ist denn das pro? Das sind pro Jugendliche 6 Euro pro Tag. Wie viel Personal haben Sie hier als St. Johannes ständig vor Ort? Also in den Wohngruppen sind so im Nachmittagsbereich, wenn die Jugendlichen aus der Schule kommen, sind noch 2 Mitarbeiter pro Wohngruppe da. In der Nacht befindet sich pro Wohngruppe einer im Dienst. Und im Verselbstständigungsbereich, wenn die Jugendlichen schon mehr Kompetenzen mitbringen, ist der Dienst in der Regel bis 20 Uhr abgelehnt. Wie viele Wohngruppen waren es gleich nochmal? Insgesamt sind es 3. 2, die rund um die Uhr besetzt sind, und einen Verselbstständigungs. Also sind dann da 6 Leute hier von St. Johannes, sind in der Nacht 3? 2. 2 in der Nacht. Wir haben nur 2 Wohngruppen, die rund um die Uhr abgedeckt werden. Die dritte Wohngruppe ist dann die Verselbstständigungsgruppe. Das ist dann die Verselbstständigungsgruppe, da könnten wir mal rübergehen. Ja. Okay, schon mal. Da gucken wir dann auch jeden Morgen, wenn man dann so den Dienst wieder aufnimmt, ja, wie die Gruppe dann auch ihre Räumlichkeiten hinterlassen hat, und das ist immer vorzeitig. Grafen ist nicht da. Also, die geht das bestimmt um. Ja, ja. Die Notwendigkeit auch der deutschen Sprache. Ja, und für uns ist auch überhaupt, oder es ist insgesamt kein Thema, dass man das Deutsch der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass gewisse Anliegen dann auch in der deutschen Sprache regiert werden. Das sind so die Termine für die Jugendlichen, damit wir das so im Überblick haben. Und rechts wäre dann auch so eine Aufteilung noch, wer hat welches Amt, wer ist wann wofür verantwortlich. Also gibt es so irgendwie Flurdienste? Das gibt es, genau. Also sie machen auch ihr Zeug selber so. Das machen die Jugendlichen alleine. Okay, genau. Das ist okay. Also das haben nicht, dass ihr alles nur gemacht habt, dass ihr noch die Firmen kommen, dann sage ich mal, Leute, ihr wohnt hier, dann kriegt ihr Geld, also könnt ihr auch mal durchwischen oder Staubwischen. Nee, dann nur mal am Ziel quasi vorbei arbeiten. Denke ich. Ja, also wir wollen eigentlich dafür so tragen, dass die Jugendlichen das selber machen, und da liegt dann so die pädagogische Arbeit drin, das dann zu organisieren. Aber durchführen sollte es der Jugendliche und nicht der Mitarbeiter. Es geht nicht hier vor die Arbeitstafel stellen, dass wir mal gut, wo hier nicht so tolle Blumen im Hintergrund sind, ja, sondern ein bisschen was aus der Arbeit aussieht. Ja. So, das ist der Wochenplan. Genau. Ja, auch wir haben auch ein verbindliches Gruppengespräch, dass die Jugendlichen dann auch in den Alltag partizipiert werden. Was gibt es für Probleme? Gibt es Beschwerden? Muss irgendwas grundlegend anders strukturiert oder organisiert werden? Dass wir da auch die Möglichkeit anbieten, dass die Jungs sich so in der Gruppe dann auch nochmal zusammenfinden. Oder gibt es Probleme innerhalb der Gruppe? Wer kann mit wem vielleicht nicht? Muss man Konflikte klären? Dass wir auch das Signal setzen, wir versuchen sehr viel dann mit Gespräche zu lösen, ja, dass man gar nicht erst in die Situation kommt, dass es in irgendeiner Form eskaliert. Und das wird auch sehr gut angehen. Also sagen Sie auch Vorsicht bei bestimmten Ecken in Köthen. CLC.
Naja, es gab ja gerade im letzten Jahr so gewisse Situationen dann in Köln, da geben wir dann auch den Jugendlichen hinweisen, da entweder lieber einen Bogen drum machen oder sollte man in irgendeiner Form angesprochen werden, wo man dann vielleicht merkt, oh, das könnte jetzt ein bisschen aggressiver werden, dann einfach zu gehen. Ja, nicht dem eigenen Stolz nachgeben und irgendwie dagegenhalten, sondern... Dann lieber die Flucht hinten, nicht nach vorne. Okay, wann wird es denn zu viel Stand im Normalfall? Herr Aburay, wann steht Ihre Jungs auf? Also der Michael Aburay, also 6.30 Uhr stehen die auf. Mhm. Oder ein bisschen eher manchmal. Manche, also das ist unterschiedlich von der Tage, ja. Und ja, und hier ist so wie eine Phase, Vorbereitungsphase für die Jungs, weil nachher ziehen sie in ihre eigene Wohnungen um. Und dann, wenn sie hier nicht sauber machen, das geht nicht nur um unser Objekt, sondern auch so wie sie, was sie an ihrem Zuhause machen später, nach der Volljährigkeit. Und deswegen, wir sind immer dran mit Kochen, sauber machen, Schule, Ausbildung, Aktivitäten, Fußball, Volleyball etc. Und mit dem Konflikt zum Schäden und Sunniten, da haben wir auch zwei Afghaner, die einer ist Sunniten, der zweite ist Schäden, aber dazwischen gibt es keinen Konflikt oder keine Probleme. Die kochen zusammen, die essen zusammen, die gehen zusammen Volleyball spielen und bisher gab es gar keine Beschwerden. Abends, allgemeine Nachtruhe, 22 Uhr? Ja. 22 Uhr, die Nachtruhe, die gehen ins Bett, die sollen vorher was essen, alles nachher auch Töpfe oder was sie benutzt haben, alles sauber machen, damit sie... Geht jemand nochmal durch, bevor man sagt? Ja, natürlich. Also dann nochmal so eine letzte Kontrolle, ja, dass die Jungs auch merken, also man übergibt nicht nur die Aufgabe, sondern man bleibt auch dran, dann auch mal zu kontrollieren, ja, oder nochmal nachzuhaken, falls dann vielleicht irgendwas doch noch nicht in der gewünschten Form erledigt wurde. Das sind ja noch alles Jungs zwischen 15 und 18. Ja. Und ich kann mich also lebhaft noch erinnern, wie das bei mir gewesen ist. Gibt es denn hier auch Möglichkeiten, Darmbesuch zu empfangen? Das wollte ich so nicht fragen. Ich habe das extra für dich gemacht. Also, die hier in der Gruppe sind, die sind fast 18 Jahre alt. Also zwischen 17 das ist und 18 die selbstständige Gruppe. Ja. Also bei den inhaltlichen Fragen versuchen wir das immer so runterzubrechen, wie würden wir das zu Hause auch in der eigenen Familie machen. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn man eine Jugendhilfeeinrichtung ist, aber der Besuch, der ist auch möglich. Also ja, das muss man mit seinem Zimmernachbarn regeln. Ja, genau. Motto, also hier du gehst heute mal Volleyball spielen, ich habe hier genau. Mal... Also hier ist der glückliche Umstand, dass alle Jugendlichen Einzelzimmer nur haben. Nicht anfassen. Ja, dass alle Jugendlichen ihre Einzelzimmer hätten. Wie bei uns damit. Aber das hat ja auch was mit Integration zu tun. Ja, wenn ich dann meine Freunde auch, die ich noch Schule kennenlerne oder irgendwo im Freizeitverein kennenlerne. Also die können schon meine Freundin mitbringen. Es kann auch ein Freund sein. Das wäre auch ja. Es ist jetzt nicht so, dass man hier so wie ein gasoniertes der Sittenwächter und sagt, so Freund, hier Schluss. Wir wollen, dass sich das alles warm und ganz normal anfühlt. Wie Familie, mehr familiär als ohne Gruppe. Als aber trotzdem mit klaren Regeln. Das geht und das geht nicht. Alkohol hier drinnen, passiert. Ja, und ordentlicher Muslim hier sowieso nicht. Ja, das habe ich gesehen. Genau, wenn wir Besuch bekommen, dann gucken wir auf den Besucher, wie er erstmal reagiert, wie ob er ruhig ist, ob er aufpasst zu unseren anderen Jugendlichen. Und wir sprechen ein bisschen mit ihm, wir fragen ihn, wo bist du, wo kommst du her? Manche kommen aus Magdeburg, die Jungen haben nicht nur Freunde hier, weil sie in der ersten Aufnahmestelle haben sie manche Leute aus ihren Herkunftsländern kennengelernt. Und deswegen, sie sind immer noch in Kontakt mit denen, obwohl dass sie in andere Standorte verteilt werden. Passieren weitere Familienzusammenlegungen hier, dass er mancher sucht, sind ja nicht umsonst, wir haben ja ein bestimmtes hier, dass sie Verwandte oder Bekannte suchen, zu denen sie hin möchten? Ja, das besprechen wir mit dem Vormund erstmal ab. Wenn der Vormund nichts dagegen hat und wenn derjenige bestimmt seine, also zur Schule geht und so weiter, seine Aufgaben richtig macht und der Vormund, dann stimmt das. Vormund ist ein Stichwort. Das sind staatliche Vormünder oder wie ist das geregelt? Wer macht den Vormund für die Jungs? Sie werden vom Landkreis, vom Jugendamt als Amtsvormünder. Familiengericht, ja, dann regelt das Jugendamt. Der Amtsgericht.
Das sind ja ausschließlich Muslime, die hier sitzen, die hier wohnen, oder gibt es da auch andere Religionen? Doch, andere Religionen. So, okay. Christen auch? Christen gibt es auch, ja. Muslime, wie gesagt, Schiiten und Sunniten gibt es auch. Oh, da gibt es auch Muslime im Gebetsraum eingerichtet oder so. Ja, Gebetsraum nicht. Die Jugendlichen haben für sich dann einen Teppich. Machen das dann im Zimmer und damit ist das doch okay. Lassen sich dann auch nicht stören. Ja. Fünfmal am Tag, wie sich Gen Mekka, wie sich das hier hört. Gibt es solche, auch so, die so wirklich verinnerlichen, sage ich jetzt mal? Das ist ja ein Unterschied. Ganz intensiv, weil es, also ich glaube nicht so ganz. Aber ich denke, darauf hinaus, können wir nicht spielen. Und die Jugendlichen, die es schon wirklich gut können, die rutschen dann in das normale BVJ, so wie alle anderen deutschen. Also wie wir sagten, Deutsch erstmal Potenz gemeinsam nennen und dann. Genau, und danach soll es dann ganz normal weitergehen und dann noch mit weiteren Perspektiven dann zu ermöglichen. Es gibt viele auch von unseren Jungs, die in der BVJ-Klasse jetzt sitzen. Und dann im Sommer ihren Hauptschulabschluss erreichen können. Und das wäre dann der grundlegende Stein, um eine Ausbildung zu machen. Meinen Namen? Meinen Namen? Der Pierre.